Jetzt nochmal durchatmen. Bonjour Paris, das Olympia-Update des Schwäbischen Turnerbundes. Komm, stell hin. Stark. Jawohl. Tag 12 bei den Olympischen Spielen in Paris. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder für meinen Kollegen Lars an deiner Seite mehr oder weniger durch die Monitore getrennt sein darf, Hannes, und wünsche erstmal Bonjour nach Paris. Ja, guten Morgen, Severin. Freut mich auch, dich zu sehen. Ja. Ich hoffe, euch geht's gut in Stuttgart. Mehr als das, wir müssen ja heute erwähnen, dass es der erste turnfreie Tag ist. Und dementsprechend interessiert mich natürlich auch bei dir, was bedeutet für dich turnfreier Tag und wie fällt so vielleicht dein erstes Fazit aus? Also wirklich ein ganz ungewohntes Gefühl. Bisher war das eine Routine, aufstehen, fertig machen und Richtung Arena gehen und Turnen anschauen, Trampolin, Gerätturnen. Ja. Und heute und morgen gibt es keine Wettkämpfe, die im Turnen stattfinden. Donnerstag geht es dann weiter mit der rhythmischen Sportgymnastik. Deswegen kann ich mich jetzt ja auch mal wieder um das ganz normale, den ganz normalen Arbeitsalltag kümmern. Ja. Also ich setze mich an den Rechner, werde mal ganz normale E-Mails bearbeiten, nutze aber auch die Chance, um mich ein bisschen umzuschauen. Heute steht mal einen Ausflug ins indische Haus an. Bin mal gespannt, was die da so machen. Musst du da irgendwie, also kommst du da ohne weiteres rein ins indische Haus oder wie sind da die Auflagen? Also wir kommen rein, wir sind angemeldet. Wie das für normale Besucher ist, weiß ich gar nicht. Wir müssen uns das angucken. Wir können uns noch gar nichts vorstellen, ob das ähnlich ist wie ein deutsches Haus oder ob es ganz anders aufgelegt ist. Wir wissen es nicht. Wir schauen es uns an. Und dann kann ich heute Morgen das berichten, ja. Ich wollte gerade sagen, sehr wichtig, dass wir auch erfahren, wie es dir dabei ergangen ist. Genauso, wie du jetzt natürlich auch sagen darfst, jetzt die Wettkämpfe im Turn sind ja mehr oder weniger vorbei. Also klar, RSG kommt noch. Wie fällt denn dein Fazit jetzt insgesamt aus? Mehr Licht als Schatten, mehr Schatten als Licht. Was sagt der Experte vor Ort? Ja, also definitiv Licht ohne Ende, ja, aus schwäbischer Sicht. Ja. Tolle Auftritte gesehen von Helen Favritsch, Timo Eder. Hat man sich nicht mehr erhoffen können aus meiner Sicht. Die haben das toll gemacht. Ja. Helen mit 2 Finalplätzen, wer hätte das gedacht vor 8, 12 Wochen, dass das so laufen wird. Also da kann man absolut zufrieden sein. Was ich schon finde, wenn man es jetzt mal global sieht, auch als deutscher Turnerbund, es ist schon schade, dass man jetzt bisher ohne Medaille geblieben ist da. Und wenn man sieht, wie bunt die Weltspitze ist im Gerätturnen vor allem, ja, da gibt es Kolumbianer, es gibt Iren, die gewinnen Medaillen und auch regelmäßig Medaillen und die können da in dieser absoluten Weltspitze mithalten. Und da waren wir nicht vertreten als deutsches Turnen jetzt in diesem Jahr. Da muss man langfristig drüber nachdenken und eine Strategie entwickeln, wie das wieder stattfinden kann, weil auch kleine Nationen zeigen, dass das geht. Allerdings bin ich dann gerade falsche und habe auch nicht alle Einblicke, welche Stellschrauben es da zu sehen gibt. Ja, aber so, also aus schwäbischer Sicht, wir können mega stolz sein, alle Beteiligten. Ja, das ist ein tolles Gefühl und schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt. Also auch vielleicht auch dank deiner Berichte und Inhalte sind wir hier auch an sich ganz positiv, haben uns gefreut und leben immer noch irgendwie damit nach. Deswegen interessiert uns natürlich auch, was machen unsere Athleten? Also gerade im Hinblick auf Helen und Timo, sind die noch da? Wie lange bleiben sie? Wann reisen sie ab? Reisen sie in der Gruppe ab? Also viele, viele Fragen, die bei uns noch anstehen. Ja, also Timo ist ja schon länger raus aus dem Wettkampfgeschehen, der genießt es, den haben schon öfters, der ist mir öfters beim Weg gelaufen, auch speziell im deutschen Haus natürlich. Und der nimmt hier alles mit, der bleibt bis Donnerstag, das ist die letzte Option abzureisen, 72 Stunden nach dem letzten Wettkampf, das war der Wettkampf von Lukas Dause, gestern müssen die aus dem Olympischen Dorf raus, der nimmt das voll mit und genießt. Die Helen hatte gestern ihren ersten, ja, freien Tag in dem Sinne, ohne Wettkampf. Und bei der fiel das jetzt alles, diese Phase ein bisschen kürzer aus. Gestern war sie auch nochmal dann mit der Mannschaft gemeinsam. Alle Turner haben sie nochmal im deutschen Haus getroffen. Nach dem Lukas Dauser Barrenfinale. Da war sie mit unterwegs. Die reist aber heute ab. Der reicht. Die ist jetzt lang genug unterwegs gewesen. Die will nach Hause. Die sitzt jetzt schon im Zug. Mit ihrem Trainer mit Schack. Dürfen wir auch mal gespannt sein, wie das in den nächsten Wochen nachwirken wird, also wie sie das verarbeitet und so weiter, weil es heißt ja oftmals, man realisiert erst
eine bestimmte Zeit danach, wie das überhaupt auf einen gewirkt hat. Ja, genau, absolut. Also das kann man hier, das überwältigt einen auch. Sie ist 16 Jahre alt. Das kommt erst in den nächsten Wochen. Die macht jetzt mal Urlaub, hat sie gesagt, mit der Familie, freut sich nicht ganz arg drauf. Und dann geht es wieder in die Trainingshalle und dann kommt es wahrscheinlich irgendwann mal an, was hier passiert ist. Ja, um den Blick auch ein bisschen wieder schweifen zu lassen, was du ja auch die Tage über gemacht hast, hast du ja im deutschen Haus zwar einen Leichtathleten getroffen, ich sag jetzt mal, glaube ich, darf ich, eine Legende, die aber trotzdem absolut viele Schnittpunkte im Turn hat. Und ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind ganz gespannt, wen du da genau getroffen hast. Genau, also die deutsche Community hier bei Olympia, die wächst da immer zusammen und man läuft da hier wirklich Ikonen, Legenden über den Weg und kann mit denen da auch gemütlich quatschen. Und ich nutze die Chance dann immer und frage, welchen Bezug habt ihr eigentlich zum Turnen beziehungsweise zum Kinderturnen, weil wir ja das als die Wiege des Sports ansehen. Ja, ich muss gucken, dass ich ja nicht nass werde, wenn die Autos hier vorbeifahren. Hinter mir ist plötzlich ein kleiner Fluss entstanden. Warum auch immer. Und ich habe Christian Schenk getroffen. Die Jüngeren werden ihn jetzt vielleicht nicht mehr kennen, aber der ist Olympiasieger im Zehnkampf 1988 in Seoul geworden. Also wirklich eine sportliche Legende, das war die Königsdisziplin in der Leichtathletik, sagt man. Und mit dem habe ich lange geredet. Das ist ein Berg, der vor einem steht. Der ist 1,95 groß, 100 Kilo schwer, ist immer noch sehr fit. Und der hat mir zum Beispiel gesagt, dass er im Kinderturnen war und danach im Turnen, bevor er dann sich aufs Leichtathletik konzentriert hat. Und er sagt, das war für ihn die Grundlage. Bis heute weiß er das. Nur dank dieser frühkindlichen Erziehung, Bewegungserziehung, konnte er so gut werden. Ja? Und ist dann Olympiasieger geworden am Ende des Tages. Das sind natürlich Aussagen, das ist verrückt und zeigt nur, wie wichtig diese Arbeit ist, die da auch unsere Vereine tun. Aber auch mit unserem Skifahrer Felix Neureuther geredet. Der hat selbst gesagt, er war leider nicht im Kinderturnen. Ja? Der hat aber ja inzwischen auch einen sehr breiten Ansatz. Er sagt, Kinder müssen sich bewegen, hüpfen, springen, klettern. Verkämpft sich da auch sehr in der Öffentlichkeit dafür und er hat wirklich bestätigt. Also er wäre sehr gerne jetzt rückblickend in den Kinderturnen gewesen, weil ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht hätte es dann auch noch zu mehr gereicht bei ihm, aber er hatte auch eine überragende, grandiose Karriere hinter sich, die auch eine deutsche Sportlegende. Ja, also solche Gespräche führt man da, das ist toll und wir schauen, was in den nächsten Tagen da noch für Gespräche stattfinden können. Wenn die Milchrechnung so einfach wäre, dann hätte ich früher auch ins Kinderturnen gehen sollen. Ja, also ich war auch nicht im Kinderturnen. Vielleicht liegt es daran, dass ich mein größter Erfolg Halbfinale Vereinsmeisterschaft im Tennis. Der Unterschied zwischen uns beiden ist aber, dass du jetzt bei Olympia bist und ich nicht. Also du hast dann doch einige Sachen richtig gemacht. Ja, ich habe einen kleinen Umweg gefunden, hier dann doch mit drin zu sein. Das stimmt, ja. Bin ich ganz froh. Aber es liegt nicht am Kinderturnen bei mir. Richtig. Stichwort Umweg. Du stellst ja auch gerne die Lokalität vor, wo du dich immer befindest und so weiter. Und es mag vermeintlich völlig langweilig, sage ich jetzt mal extra, daherkommen, wo du jetzt gerade stehst. Aber so langweilig ist es gar nicht. Also von dem her, gib uns Einblicke, wo du dich gerade befindest. Genau. Also hier hinten, da wohne ich. Da habe ich das Apartment seit 12 Tagen bezogen. Und ich stehe also mitten in Paris. Hier kommt gerade das Räumkommando, jetzt weiß ich auch, warum hier ein kleiner Fluss angestanden ist. Die räumen ja auf, die machen die Straße sauber. Es ist übrigens unglaublich sauber. Das kann man wirklich sagen. Ich bin mir ganz arg überrascht. Wir wissen gar nicht, wie wir es hinbekommen in so einer großen Stadt mit so vielen Menschen. Ja. Die U-Bahn-Station, da liegt nichts rum. Ja, ist toll. Und ja, hier fahren die Autos, hier laufen die Leute. Da wird viel Sport getrieben, die joggen, walken. Du meinst, im Vergleich zur Seine ist es sehr sauber bei dir? Ja, also man fragt sich, ich habe mich wirklich gefragt, woher eigentlich die Belastung von der Seine kommt, weil jetzt drumherum ist Paris aktuell eine extrem saubere Stadt. Kann natürlich sein, dass es mit Paris, mit den Olympischen Spielen hier zusammenhängt, dass die vielleicht nochmal ein bisschen extra Power sich geholt haben, aber es ist wirklich auffällig sauber. Ja, sehr gut. Also dann bleibt doch einfach der rasende Reporter. Schau dir alle Ecken dieser Stadt nochmal ganz genau an. Du darfst es jetzt genießen. Wir gehen ja du gehst auch ins Finish. Langsam gehen die Olympischen Spiele ja auch zu Ende. Von dem her. Definitiv, ja, genau. Also gefühlt bin ich wirklich schon jetzt in dem Endspurt. Ja, die Tage werden weniger, die auf der Liste stehen mit den Plänen. Und wie gesagt, eins kann ich noch erzählen. Gerätturm ist ja
abgearbeitet und der FIA Arena, ich wechsle jetzt auch die Station, die rhythmische Sportgymnastik findet in der La Chapelle Arena statt. Ist für den Kopf nochmal schön, auch eine andere Location zu besuchen, da muss man sich erstmal wieder orientieren, muss den Medieneingang finden, das ist immer nicht so einfach. Einen Nachteil habe ich, ich brauche da auf fast eine Stunde hin jetzt. Ja. Bisher habe ich 10 Minuten zur Location gebraucht, jetzt dauert es eine Stunde. Und wenn die Hitze nicht wäre, wäre es auch nochmal erträglicher, da hinzukommen, aber da musst du jetzt leider durch. Ja, apropos Hitze, genau, auch nochmal ein guter Punkt. Heute ist definitiv wieder kurze Hose angesagt, es regnet über 30 in Paris und was ich dazu erlebt habe, könnt ihr auch, da empfehle ich euch meine Kolumnen, auch auf unserer Olympia-Sonderseite. Da ist heute ein Text geschrieben zu Hitze und zu einem ganz besonderen Menschen, vor dem ich riesengroßen Respekt habe, was der da leisten musste. Schaut mal rein. Also Programmpunkt ist klar. Wer jetzt 2 Tage oder einen Tag nicht ohne Touren kann, guckt in die Kolumne. Ansonsten geht es am Donnerstag mit RSG weiter. Hannes, genau. Bleib vor Ort, bleib auf dem Sprung und wir freuen uns auf die nächsten Episoden mit dir. Okay. Vielen Dank, Severin. Gruß an alle und bis morgen. Au revoir.